Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Leider ging an dieser Stelle scheinbar das Geld aus, weil die Statisten kommen immer wieder auf die Idee, dass sie sich mal bewegen müssten. Dabei sollen sie doch jetzt eigentlich still liegen bleiben. Und Andy könnte seinen scheiß Arbeitswagen mal wegfahren. So, in der letzten Folge hatte ich ja eine unrühmliche Begegnung mit einer Zimmerpflanze der dritten Art. Jetzt habe ich allerdings ein bisschen Munition über und natürlich auch die Messer. Und auch das gefrorene Pflanzenmittel. Die Frage ist natürlich jetzt, schaffe ich es da hoch? Hier? Und dort oben nicht die Karte aufzurufen. Moment, muss ich da überhaupt jetzt da rein? Nein, die Lösungssprungeanlage ist woanders. Was zum? Fall einfach um und stirb. Schnell, 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 schnell. So, ihr miesen Wichser. Jetzt schluckt das hier. Was ist denn jetzt los? Lösung wird zerstört. Oh, Ich dachte, es gibt wieder Probleme. Bitte lass jetzt auch diese Pflanzendinger kaputt sein. Das hat funktioniert. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ja, gerne. Ich weiß nicht, ob die tot sind, weil die bewegen sich noch. Was ist denn jetzt los? Was war das gerade? Nein! Nicht der! Nicht du! Wieso? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich verarschen? Wieso lebt der Typ wieder? Wieso lebt er wieder? Nein! Nein! Komm schon! Nein! Ich hasse euch so abgrundtief! Ich hasse. Was ist denn das? Spielmodus ändern? Nein! Nein! Das werde ich nicht. Es ist schon schlimm genug, dass ich sterbe, aber diese Schande, dass ich den Spielmodus jetzt ändere, das werde ich nicht tun. Nein! Nein, Sir! Ja, verbrenne ich meine ganze Konsole. Warum kommt jetzt dieser Wichser wieder? Capcom, was soll das?
Ach, ich habe den Zerstörer noch gar nicht eingesetzt, okay. Hä? Ach doch, da ist er ja. Aha. Komm, das ist jetzt auch echt eine miese Masche. Lösung. Ja. Haben wir ja alles schon gehabt. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ich schaff das. Ja, die Frage ist jetzt, was wäre am besten? Na toll, blaues Kraut. Eins runter. Da komme ich quasi hier wieder raus, in der Lobby. Ich habe zwei Messer. Es kann sein, dass ich da hinten durchkomme. So, okay, in der Zeit passiert ja nichts. Posteingang, wichtig erhöhte Sicherheit. Wann ist Nest ein Nest für Spione geworden? Letzten Monat 3, diesen Monat sogar 4. Und das sind nur die wir erwischt haben. Sorgen Sie für Sicherheit oder wollen Sie enden wie Ihr Vorgänger? Ich schränke außerdem ab heute den Zugang zum Westbereich ein. Ignorieren Sie alle Anfragen vom Hauptquartier, die mit Chi zu tun haben. Diese Schlipsträger tragen sowieso nichts zu diesem Projekt bei. Ich bin jetzt wieder leicht im Stress. Unkraut vernichtet durch unautorisierte Mitarbeit. Ah ja, okay, das ist das, was da gerade aufgezeichnet wurde. Ich höre wieder diese blöde Stimme. So, da ist der Konferenzraum. Ja, leider kann ich nicht sagen, dass ich hier sicher bin. Absolut nicht. Ah. Ja, ich habe hier jetzt auch schon mit irgendwelchen Problemen gerechnet. Kann ich nicht diese blöde Brücke einfach wieder einfahren? Das wäre das Erste, was mir einfällt. Na, natürlich nicht. Hoffentlich ist die G-Probe hier. Oh, die G-Probe interessiert mich gerade einen Scheißdreck. Ich habe noch 6 Schuss in der Schrotflinte. Und ein Messer. Ein Messer! Oh, hoffentlich klatscht Mr. X diese blöden. Ach, eine Videokassette. Diese blöden Ivys da. Und eine Handgranate. Ah, okay. Leider nichts, was ich jetzt gerade gebrauchen kann. Okay. OSS. Komm schon. Ich kann euch gar nicht sagen, wie mir dieses Gefiepse gerade auf den Geist geht. Gib Gas. Los. Ach, ein Videorekorder. Okay, dann spielen wir das gerade mal ab. Und das Gerät brauche ich auch nicht mehr, dann werfe ich das auch weg. Ach, das ist tatsächlich der Zeitpunkt der Infektion. G-Virus gesichtet. Genau, das ist
Wir gehen rein. Das ist doch William, oder? Birkin. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Ja, ihr hättet vielleicht nochmal einen Sicherheitsschuss also abgeben sollen. Also waren das Jeep-Proben. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an Chi einzustellen, die im Nestlabor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und der Laborleiter William Birkin wird seines Postens enthoben. Vielen Dank für Ihre Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Wie ich hörte, ist Chi beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier in der Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich hinwegsehen. Also, schicken Sie doch die Daten rüber, wären Sie so nett. Und keine Sorge, Sie haben mit Chi gute Arbeit geleistet. Aber ab jetzt übernehmen wir. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das Chi-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees. Das ist Jeep. Schnell das wegwerfen. Ich würde jetzt unheimlich gerne zuhören, was der sagt, aber leider gerade so ein bisschen Stress, weil da so ein Typ ohne Hut auf mich zumarschiert. Ja gut, ich glaube, hier drin wird er mich nicht angreifen. Trotzdem mal auf Nummer sicher gehen. Habe ich da jetzt irgendwas verpasst? Inventar, Box, Videorekorder, nee. Ja, wenn jetzt noch Birkin auftaucht, dann habe ich aber echt die Arschkarte gezogen. Aber gut, dann vielleicht kann ich die beiden gegeneinander kämpfen lassen. Ich meine, es sollen ja alle Beweise vernichtet werden. Oh nein. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ah gut, ich dachte gerade, es kommt jetzt eine Laserwand oder sowas. Das. Das sieht ja überhaupt nicht wie eine kleine Arena aus. Habe ich was übersehen? Nö. Bioreaktorraum. Oh Mann. 11 Schuss. Naja. Ach du Scheiße. So, liebe Kinder, kommen Felder zur Welt. Ach schön, ein Felsergehirn in Original. Nein, 10-fach vergrößert. Ach so, okay. Forschungstagebuch. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor. Aua! Und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half, das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 und 10 Punkten auf der irgendeiner Skala zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich aber und von weiteren Beobachtungen wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Gott, mir ist gerade schlecht. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. Ach du Scheiße. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem ein Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben.
Wir verabreichten das G-Virus Proband 628, leck mich doch am Arsch, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 28 zeigt Anzeichen des Widerstandes, nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keinster Weise auf. Ja, geistiger Verfall, da seid gerade ihr die Experten, oder? Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das war einfach. Warum musst du das sagen? Okay, jetzt zurück zu Ada. Warum musst du so etwas sagen wie das war einfach? Ich speichere bei der Selbstzerstörungssequenz. Naja, immerhin. Jetzt gibt's noch mal ein bisschen Munition. Das war einfach, oder? So, und irgendwas wird gleich durch diese Tür kommen. Okay, mit dem Brocken habe ich jetzt nicht gerechnet. Hallo! Nimmst du mir das noch übel? Weg! Er gehört mir! Ach ja, die blöde Kuh hab ich ja total vergessen. Diese blöde Kuh hab ich ja echt total vergessen. Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Krieg ich so eine? Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. Haben wir noch so lange Zeit? So einfach kommt ihr nicht davon. Vergeltung mit allen Mitteln. Oh Gott, William. Was hast du getan? Das ist Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie das. Sie können es drehen, wie Sie wollen. Oh fuck. Es ist doch nicht schuld. Shit! Krieg die Pistole rum. Was zur Hölle? Ja klar. Ach, Scheiße! Lady? Was tun Sie da? Er darf nicht entkommen! Ja, was ist mit mir? Okay, das endet hier. Das endet hier. Das sagt er so einfach. Was Pussy, ja? Ich mag nicht. Kann ich auf die Dinger da schießen, bitte? Nein, ich kann dich nicht. Was machen wir? Oh Gott. Was ist das? Da hinten. Oh, Fall. Bin in der falschen. Hey, ich bin in der falschen Ecke. Heiß. Wieso gibt es keinen Seitsprung, irgend sowas? Ihr kennt etwas. Bitte. Was ist das? Eine Granate.
Der lacht halt. Das juckt den nicht mal. Sieht aus, als ob ich einen Flammenwerfer hätte. Ach danke, wie gnädig von euch. Wenn man noch irgendwann irgendeiner mit Benzin kommt, raste ich aber aus hier. Das war ein Angriff. Wie soll man so ein Monster aufhalten? Und noch irgendwo was. Pistolenmunition und eine Blendgranate. Klasse. Vielen Dank. Damit ist mir geholfen. Doch einfach. Tja. Viermal gestorben bis jetzt, glaube ich, oder? Andi, du zählst damit, Drecksack. Gut, ich weiß jetzt, wie er kämpft. Das ist jetzt ein Vorteil. Nachteil ist trotzdem, dass ich hier immer noch gegen ihn kämpfen muss. Okay. Na, mal sehen, ob der Kampf in der nächsten Folge seinen Abschluss findet. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin nur noch am Weinen. Ich mag Nimi. Ich will, dass dieses Ding stirbt. Und es wird sterben. In der nächsten Folge. Also, seid gespannt. Macht's gut. Bis dann.
und ciao.